Ajo, das eine Mal, wo ich ein weißes T-Shirt an habe, habe ich natürlich direkt einen Fleck drauf. Supi. Hallo, liebe Menschen des Internets. Heute mache ich ein Q&A, weil sich das ein paar gewünscht haben. Mache das jetzt nicht in einer bestimmten Reihenfolge, ich suche einfach. Erste Frage. Sprichst du mit den Kindern Deutsch oder war das denn einfach so? Das war eben unter meinem Video A Week in My Life, glaube ich. Nein, ich spreche nicht Deutsch mit den Kindern in dem Video. Ich habe das einfach zum Spaß gemacht, weil ich es lustig fand, dass die mich nicht verstanden haben. Und dann habe ich einfach Deutsch mit denen geredet. Aber nee, ich rede nicht Deutsch mit den Kindern. Und dann hat die gleiche Person noch gefragt, weiß deine Familie, dass du Videos drehst? Ja, das wissen die. Ich habe das schon mal erwähnt in einem anderen Video, dass ich da mit denen drüber geredet habe und dass ich auch die Kinder zeigen darf und das Haus zeigen darf und das ist alles kein Problem. Also falls ihr vorhabt, irgendwas von der Gastfamilie zu zeigen, würde ich auf jeden Fall davor nachfragen, weil sonst kann das ganz schnell in die Hose gehen. Haben einige gefragt, welche Kamera ich benutze und ich habe die Canon G7X oder G7X, wie auch immer. Ja, mit der filme ich. Dann die nächste Frage, da geht's, das war eben unter meinem Albtraum-Au-pair-Video. Da wurde gefragt, hast du denn nie deine Hausfrau mal drauf angesprochen, also auf die ganzen Sachen, die los waren? Doch, ja, habe ich. Und dann war es eben so, ich habe da öfters mit dir drüber geredet und dann war es eben immer so, dass es dann eine Weile lang besser war und dann wieder direkt, ja, wieder wie am Anfang und dass sie dann einfach blöd zu mir war und so. Aber ja, ich habe mit ihr des Öfteren drüber geredet, aber leider hat sich nie irgendwie groß was geändert. Ist es teuer, in Kalifornien zu reisen? Das weiß ich gar nicht. Ich bin jetzt hier noch nicht so viel rumgereist. Allgemein muss ich aber sagen, dass Kalifornien teurer ist wie Virginia, also alles eigentlich. Die ganzen Drogeriesachen und Essen und alles, das ist irgendwie teurer wie in anderen Staaten, meine ich jetzt. Aber ja, ob das jetzt teurer ist, hier zu reisen, kann ich jetzt gar nicht so sagen, weil, also ich bin jetzt 2,5 Monate hier, ein bisschen mehr, und ich bin noch nicht so viel rumgereist, deswegen weiß ich das gar nicht. Also, aber ja, allgemein würde ich schon sagen ja, weil im Allgemeinen einfach alles teurer ist in Kalifornien. Dann die nächste Frage. Wie kommt es, dass du zweimal als Au-pair in den USA arbeiten kannst? Ich habe gelesen, dass man dieses Visum nur einmal beantragen kann. Und zwar ist das so, dass, also ich war ja in Virginia dieses eine Jahr und man muss eben zwischen zwei Au-pair-Jahren in den USA zumindest, wie es in anderen Ländern ist, weiß ich nicht, muss man 2 Jahre im Heimatland wohnen. Also ich bin zurückgekommen 2013 und dann war ich in Deutschland 3 Jahre, also bis 2016 quasi, nicht ganz 3 Jahre. Und ja, und man muss eben 2 Jahre zwischendrin warten und dann kann man das Visum nochmal beantragen. Und ja, dann kam noch eine Frage, die finde ich jetzt gerade nicht, aber das ist mir gerade eingefallen, ob ich nochmal ein drittes Mal Au-pair machen würde. Nein, ganz einfach aus dem Grund, weil man nicht 3-mal Au-pair machen kann, zumindest nicht in den USA. Also man kann nur 2-mal Au-pair in den USA sein. 3-mal geht das nicht. Bereust du deine Entscheidung, nochmal Au-pair zu machen in irgendeiner Weise? Bereue ich das? Nee, eigentlich nicht. Also in den, ich sag's mal so, nach 1,5 Monaten ungefähr, hatte ich so eine Phase, wo ich ziemlich Heimweh hatte und nach Hause wollte und so und es schon bereut habe. Aber allgemein bereue ich es nicht. Nee, weil mir gefällt es ja, ich habe eine super Gastfamilie und nein, ich bereue es nicht. Wie viel Zeit muss ich mit den Eltern verbringen? Hast du mit ihnen auch Mittag- oder Abendessen? Ich muss eigentlich gar keine Zeit mit den Eltern hier verbringen, aber ich verstehe mich super mit meinen Gasteltern. Wir sind hier eher wie Freunde, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, deswegen verbringe ich gerne Zeit mit ihnen. Wir haben jetzt zum Beispiel vorher zusammen gefrühstückt. Und die Kinder sind in der Schule, also die arbeiten teils von zu Hause aus. Und deswegen geht das voll gut und wir essen auch zusammen Abend. Also ich muss keine Zeit mit ihnen verbringen, aber ich mach's. Wie alt bist du eigentlich? Ich bin 22, ich werde im Juli 23. Ich habe noch eine Frage, die habe ich direkt persönlich
beantwortet, also da habe ich drunter kommentiert, die ist auf Englisch, aber ich übersetze das mal kurz. Da war eben die Frage, ob alle Au-pairs die Arbeit von den Kindern, von den Eltern machen und warum die mich haben, warum die mich auf die Kinder aufpassen lassen, wenn ich eigentlich Erfahrungen machen soll, also den amerikanischen Lifestyle erfahren soll und die Sprache lernen soll und die Kultur und sowas. Die Person weiß wahrscheinlich nicht, was ein Au-pair ist. Habe ich auch direkt runtergeschrieben. Das ist, was ein Au-pair ist. Ich bin hier, um auf die Kinder aufzupassen. Klar, die ganzen Erfahrungen und Sprache und Kultur und bla bla gehört natürlich auch dazu, aber im Prinzip bin ich hier, um auf die Kinder aufzupassen. Also deswegen fand ich die Frage eigentlich ziemlich witzig, weil die Person offensichtlich keine Ahnung hat, was ein Au-pair ist. Aber ja. Ja, das habe ich auch direkt drunter beantwortet, aber ich stelle es dir aber trotzdem. Kannst du die Sachen eigentlich einfach aus dem Kühlschrank nehmen oder musst du deine Zutaten selber von deinem Geld kaufen? Also da geht es ums Essen. Nee, als Au-pair muss man sich sein Essen nicht selber kaufen. Das wird einem gestellt quasi. Also genauso wie das Zimmer und allem drum und dran. Essen muss man als Au-pair nicht selber kaufen. Könntest du vielleicht mal einen Haul machen von den Sachen, die du schon gekauft hast? Kann ich machen, aber ich weiß jetzt nicht genau wie. Also Klamotten oder Kosmetik oder ich weiß nicht. Ich weiß halt auch nicht, ob das besonders interessant wird oder ob das nicht langweilig wird. Ich weiß es nicht. Also ich kann es schon mal machen, aber ja, sagt mir doch einfach, ob euch das interessiert und was genau für ein Haul ihr da sehen wollt. Dann kann ich das schon machen. Du hast voll schöne Nägel. Sind das Gelnägel? Das war unter einem alten Video. Ich habe, ja, also danke, aber das waren Acrylnägel. Also Gel, Acryl, beides. Die habe ich aber nicht mehr. Mittlerweile sehen meine Nägel so aus. Ich habe in Deutschland immer meine Nägel machen lassen und dann habe ich das hier auch immer machen lassen und dann sind die aber direkt nach 2 Wochen irgendwie alle abgebrochen und abgefallen. Und deswegen habe ich die abgemacht. Und ich muss jetzt mal schauen, ob ich hier irgendwo ein gutes Nagelstudio finde, wo ich die wieder machen kann. Und bis dahin habe ich eben Krüppelnägel. Und dann wollte ich noch was sagen zu einem Kommentar. Wo ist er denn? Hier. Diese Person hat eben im Prinzip, also das war auch unter meinem Albtraum-Au-pair-Video, drunter geschrieben, dass ich im Prinzip selber dran schuld bin und dass, wenn man mit so einer Einstellung, ich will es jedem recht machen, an das Jahr dran geht, dass man erst recht dann ausgenutzt wird und so eine Familie findet. Das ist also so eine blöde und ja. Hat eben auch gefragt, ob ich meine Gastmutter nie darauf angesprochen habe. Und dann steht auch dran, du hast sie doch jeden Abend gesehen, konntest ja auch fragen, warum sie solche Zettel schreibt, statt es ihr ins Gesicht zu sagen. Nee, ich habe sie nicht jeden Abend gesehen, ich habe sie am Wochenende gesehen, ich habe sie auch gefragt mit den Zetteln und dann hat sie eben gemeint, dass das für sie praktischer ist und sie macht das eben so und ja. Aber ich fand den Kommentar irgendwie ein bisschen unfair, muss ich sagen, weil ich so hingestellt werde als, weiß ich nicht, es steht eben auch drin, ich habe mir das ja alles gefallen lassen. Im Prinzip ist es so, du bist selber dran schuld. Und ich finde das irgendwie ein bisschen unfair, weil ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, ob die Person auch Au-pair ist, aber wenn man in einem fremden Land ist, man kennt keinen Mensch, man ist da komplett alleine und dann ist man eben irgendwie auch auf die Familie angewiesen. Und ja, ich habe mir das gefallen lassen, das stimmt. Aber ich sehe das irgendwie nicht als was Schlechtes. Und auch mit dem, ich will es jedem recht machen, ich sehe das auch nicht als was Schlechtes. Es ist nicht immer die perfekte Lösung und es ist auch nicht immer das Beste für mich, aber es, ich weiß nicht, so bin ich halt einfach. Und ich weiß nicht, also ich stehe da irgendwie, ich bin da einfach drüber gestanden nach einer Weile. Also irgendwann, nach einer Weile ging das ins eine Ohr rein und zum anderen wieder raus. Und irgendwann war mir das scheißegal, was sie eben zu mir gesagt hat und was er alles so passiert ist, weil irgendwann, ja, man muss einfach irgendwann drüber stehen und ich finde einfach, dass viel zu viele Au-pairs viel zu früh ins Rematch gehen, also wegen den dämlichsten Gründen und klar, das waren Gründe, warum ich hätte ins Rematch gehen können, aber ich habe mich einfach dagegen entschieden, ich habe auch gesagt, warum ich mich dagegen entschieden habe und ja, ich finde, dafür muss ich mich eigentlich nicht rechtfertigen, aber ja, also wie gesagt, ich finde, dass viele Au-pairs aus
ziemlich blöden Gründen ins Rematch gehen oder auch ins Rematch geschickt werden natürlich, dass das viel zu oft gemacht wird und dass man erstmal alles andere probieren muss, um in der Familie zu bleiben und dass es dort funktioniert und das habe ich gemacht. Und wie ihr seht, es war offensichtlich nicht so furchtbar dort, dass ich ins Rematch gegangen wäre. Also ist klar, es war ein hartes Jahr und es war eine harte Situation, aber es war für mich nicht auszuhalten, sage ich jetzt mal, dass ich hätte ins Rematch gehen müssen. Und ja, das ist alles, was ich dazu sagen will. Ich meine, klar, es ist natürlich, jeder hat seine eigene Meinung und seine eigenen Ansichten, aber so sehe ich das und ja, wie gesagt, ich sehe das nicht als, ich habe mir alles gefallen lassen, sondern irgendwann steht man einfach drüber und irgendwann war es mir echt scheißegal, so. Und ja, aber damit beende ich das Video jetzt auch. Ja, falls ihr nochmal ein Q&A haben wollt, dann schreibt mir noch einfach Fragen wieder. Mein nächstes Video wird, glaube ich, der zweite Teil einfach sein, wie es mir jetzt in meiner Familie geht. Ich habe ja vorher schon ein bisschen was gesagt, dass es mir gut geht. Aber ja, dann sehen wir uns im nächsten Video.